Kommen wir doch zu den erfreulichen Dingen des Lebens, oder? Zur Liebe. Obwohl Liebe ist groß gegriffen, ja. Verliebt, ja. Kommt zum Verliebtsein, ja. Kennen Sie das? Diese Weisheiten, Gegensätze ziehen sich an, zum Beispiel, oder gleich und gleich gesellt sich gern. Und bei der Liebe meines Internetlebens, da trifft beides zu. Ja? Gegensätze ziehen sich an und gleich gesellt sich gern. Ein Doppelstrike quasi, ein Double Rainbow, ein Double Rainbow der Liebe. Ja, ja, ich bin verliebt und ich muss sagen, danke Axel und danke Philipp. Ja, ich habe mir, ich glaube am Freitag war es, ich schaue die zwei, ja, ich schaue ja die sehr gerne, die beiden, und dann habe ich mir so angeschaut von ihnen, einen Stream, ja, eine Sendung unter dem Titel von links nach rechts außen, Charlotte will's nicht lernen. Ja. Und das habe ich mir dann angeschaut und dann hat es mich einfach erwischt. Ja. Ich muss sagen, es hat mich einfach erwischt. Was mich aber auch extrem beeindruckt hat, ist, dass der Philipp Schlaffer und der Axel Reitz es schaffen, auf ein 16-minütiges Video 1 Stunde 46 zu Reaction. Ja? Also das, da muss ich sagen, Respekt, ja, vor den beiden. Aber vor allem allerherzlichsten Dank, ja, weil sie haben mir sie vorgestellt, Charlotte Corday. Die Charlotte Corday, ja. Gut ausgeschlachtet haben sie das, die zwei, ja. Ich soll nur schreiben, habe ich gesehen, ich verstehe dich, Baba, da kann ich nicht gegen anstinken und ich hatte auf eine Zukunft gehofft. Es tut mir so leid, ja. Es tut mir so leid, aber es ist halt so, ihr wisst, Double Rainbow, ja, Double Rainbow. Gegensätze ziehen sich an, gleich und gleich gesellt sich gern. Das alles trifft zu. Das ist ein Zeichen von ganz oben. Ich habe dieses Video dann auch gefunden von der Charlotte Corday. Mein Weg in rechte Kreise. Ihr seht hier das Setting von Charlotte Corday. Hier Blumen, ein Mikrofon, ein phallisches Mikrofon. Das gleiche phallische Mikrofon hat auch der Irre aus Mallorca. Man kennt ihn als Lolliver Flash. Aber sie hat auch einen guten Geschmack, was Kissen betrifft. Charlotte Corday, sie ist auch famous. Sie hat 51.000 Aufrufe und 4.134 Daumen nach oben. Sie ist berühmt. Charlotte. Also, ich hab das gefunden. Jetzt schauen wir kurz mal rein. Ja. Oh Gott. Guten Tag. Falls ihr euch irgendwie fragt, dass, oder beziehungsweise warum hier so Zeug liegt, das ist zur Begradigung meines Rückens, weil ich eine alte Frau bin und sie hat Rückenprobleme, die Charlotte. Sie braucht eine Massage. Unterstützung brauche. So ist es leider. Mit 30 Jahren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier, wo der pure Hass regiert. Zielansprache Gamma Delta 731. Wo der pure Hass
regiert. Da muss ich hin. Ja? Da fühle ich mich am wohlsten. Ich suhle mich in Hass. Ja? Der Affe in meiner Hose, so ist es. Hinter jeder starken Frau steht ein starker Sessel. Also, ich habe mir das dann so angehört, was sie da so erzählt, die Charlotte. Und das Erste, was ich mir so gedacht habe, what the fuck, ja, what the fuck, die redet ja wie der Schattenmulchi, so von der Melodie, ja, wenn man sich das anschaut, da ist schon ein bisschen was abgeschaut, ja, von dem Schattenmulchi. Und inhaltlich geht sie halt schon auch in so eine Richtung, ja. Aber wir wissen, die Charlotte, sie ist halt eine gute Schauspielerin und sie kopiert ihn einfach, den Schattenmulchi. Und ich mag das. Ich mag so freche Menschen. Damit punktet sie bei mir. Das beweist, dass die Charlotte einen formbaren Charakter hat. Formbar. Ich bin übrigens auch ein guter Schauspieler, Charlotte. Ich war am Max-Reinhardt-Seminar, Charlotte. Alle wollen dahin, alle wollen aufs Max-Reinhardt-Seminar, aber die wenigsten sind dort, Charlotte. Und ich war einer davon. Ich kann dir also auch den Schattenmulchi spielen, Charlotte. Die gepresste, hohe Stimme vom Schattenmulchi, die bekomme ich mit der nötigen Prostata-Stimulation auch hin. Ich bräuchte nur einen Dildo mit 12 cm Durchmesser. Isolde, ja, gell? Schön, mit dem formbaren Charakter. Man muss flexibel sein, ja. Ein flexibler, formbarer Charakter, ja. Und die Charlotte, die ist sehr, sehr flexibel. Und auch sehr flexibel, was ihr Weltbild betrifft, ja. Sie hat damals nämlich mal einem ihrer Freunde ihr Buch gezeigt und er hat es argumentativ zerstört. Ja? Und das hat gleich auch ihr Weltbild erschüttert von der Charlotte. Und das werden wir uns anschauen. Ja? Schauen wir uns an, wie ihr damaliger Freund es geschafft hat, wie ihr damaliger Freund es geschafft hat, Charlottes Weltbild zu zerstören. Ja? Dieses Narrativ bald subtile Zweifel. Denn weil ich jeden von meiner Weltsicht zu überzeugen versuchte, las ich auch meinem damaligen Freund die ersten Seiten des Buchs vor. Sein Urteil fiel allerdings nicht sehr gnädig aus. Er meinte, die Frau spaltet Haare. Das war's, ne? Ihr Freund hat das Urteil, die Frau spaltet Haare. Und das hat was gemacht mit Charlotte, mit ihrem flexiblen Weltbild. Und weil ich ihn vor allem für seine Intelligenz schätzte, hinterließ diese Aussage, naja, ich sag mal, einen bitteren Geschmack. Er war es damals auch, der mir den Film Zeitgeist empfohlen hat, welcher mich sehr beeindruckte und gleichzeitig für alternative Sichtweisen offen werden ließ. 9/11 war ein Inside-Job. Erzählt mir nichts. Man merkt hier bereits, dass Vorbilder und Leitfiguren hat in meiner politischen Entwicklung eine ganz zentrale Rolle eingenommen. Also, man merkt, ja, Vorbilder und Leitfiguren haben in ihrer Entwicklung eine sehr starke Rolle. Ja? Sehr starke Rolle. Was sagt uns das? Was sagt uns das, Chat? Sie mag starke Männer. Charlotte mag starke Männer. Ja? Oh, was ist denn das hier für ein Video? Kilo. Das bin übrigens ich. Und das hier ist der Jonas. Eins. Jawohl, Baba, jawohl.
2 und 3. So, danke, genug. 300, sage ich nur, ja. Sie sucht einen Sugar Daddy, schreibt Ralf Hasky ran. Ja, ich Sugar Daddy, aber ohne Sugar, ja. So, so ist das bei mir, ja. Hey, jetzt schaut's nicht auf mich, es geht hier nicht um mich. Es geht um die Charlotte. Charlotte Corday. Und ihr wisst's, gleich und gleich gesellt sich gern, weil die Charlotte, die hat was gemeinsam mit mir. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Aber und ich bin mir sicher, dass ich bei der Charlotte punkten kann, ja, weil sie kennt mich mit ziemlicher Sicherheit. Und warum? Das seht ihr und hört ihr jetzt. Geschah Berlin. Berlin geschah und 2014 geschah und die erste Mahnwache für den Frieden. Letzte Mahnwache für den Frieden, Charlotte. Ich war auch bei den Mahnwachen für den Frieden, Charlotte. Ich habe Reden gehalten, ich habe moderiert. Ich habe dem Lars Mehrholz die Hand geschüttelt. Ich habe den Ken Jebsen die Hand geschüttelt und vielen, vielen anderen auch, Charlotte. War sehr wichtig für mein Fortkommen. Gar nicht so sehr aufgrund der Veranstaltung selbst, obwohl diese toll gewesen ist und ich immer sehr gerne hingegangen bin. Es war ja auch vollkommen bunt gemischt. Alle waren willkommen, egal ob links oder rechts, und es ging um Frieden. Damals war ja die Ukraine-Krise, die Annexion der Krim und Sanktionen gegen Russland die Themen schlechthin. Auf den Mahnwachen ging es aber auch um die USA und ihr imperialistisches Treiben, Finanzmarktkapitalismus und die Rolle der Federal Reserve Bank. Aufgrund des Films Zeitgeist war ich ja schon ein bisschen offener, was diesbezügliche Theorien anging. Was? Also sie war durch Zeitgeist schon, bei mir kam das ja alles erst mit dem Mahnwachen, vom Prinzip war sie mir ja schon voraus, die Charlotte. Der ausschlaggebende Punkt gewesen ist und mich nachhaltig erschütterte war, als Jutta Ditfurth bei den Öffentlich-Rechtlichen saß und einfach Scheiße erzählt hat aller... Naja, ich sollte, du schreibst, ihr habt euch vielleicht schon mal in die Augen geschaut, das ist so romantisch, na, eher unwahrscheinlich. Ja, ich glaube nicht, dass ich sie gesehen habe, aber... es kann sein, dass sie mal eine Rede von mir gesehen hat. Und vielleicht hat sie das beeindruckt damals. Und vielleicht hat sie mich noch in guter Erinnerung. Die Charlotte Corday. Wie lange hältst du den? Ah, was arroganter Tonfall, wenn sie redet. Alles Faschisten und Rechte. Ich war ja da. Was? Dort gab es keine Rechten. Also nicht solche wie... Das ist eine Nachtigall, die in meinen Ohren klingt, wenn Charlotte Corday spricht. Sie kannte nämlich mit Glatzen und entsprechendem Auftritt. Habe ich die Musik laufen gerade? Es war absolut bunt, wie gesagt. Die Typen, die ich aus meiner Schulzeit kannte, hätten einen Teufel getan, dort auch nur einen Fuß hinzusetzen. Ich würde sogar sagen, die meisten waren links. Doch auf einmal wurde die gesamte Bewegung von den Medien zerrissen. Und ich, welche mich selbst so derart an... Charlotte und ich, wir haben das zur gleichen Zeit gesehen und es hat uns gleich verletzt. Wir sind beide gebrannte Kinder. Rechtswahrnahmen war tödlich beleidigt. Als ob ich auf eine Nazi-Demo gehen würde, hallo? Das war der Moment, in dem es erstmals Klick gemacht hat. Hier stimmt was nicht. Die Medien sind nicht neutral. Schlimmer noch, sie berichten nicht die Wahrheit. Exakt zur selben Zeit lernte ich meinen heute besten Freund kennen. Ein 35 Jahre älterer Mann, ein Boomer, auch ein ehemaliger Linker. Und er ist wahrscheinlich die wichtigste Instanz, denn sobald wir aufeinander trafen, ging es irgendwann immer um Politik. Ah, sie hat einen Boomer-Freund kennengelernt. Ja, das heißt, vielleicht ist das so, ja, vielleicht hatte derjenige, ich glaube Ralf Havers, ne? Der das mit den Daddies geschrieben hat, ne? Vielleicht hast du da ja recht, ja, tatsächlich. Ralf Haske, was? Ihr habt fast die gleiche Brille, das ist ein Zeichen. Charlotte. Ach, Charlotte. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Die Charlotte, sie mag nämlich nicht nur starke Männer.
Das muss man schon auch dazu sagen. Die Charlotte, Charlotte Corday, was für ein Name. Aber die Charlotte, sie mag auch Lappen. Ja? Also, ob sie Daddys mag, ob sie so wirklich auf ältere Männer steht, wissen wir nicht. Aber was sie mag, sind Lappen. Ihr hört es hier. Auch Schlomo und Kasper spielen in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle für mich. Weil die beiden mir von Anbeginn so sympathisch waren und gute Argumente lieferten, führten sie zu einem Umdenken und geben mir auch heute eine gewisse Sicherheit. Aber wir fühlen uns in unseren Echokammern alle sehr wohl, nicht wahr? Jawohl! Also, sie mag eindeutig Lappen. Ja? Da muss man schon sagen, da ist sie zumindest um einiges mutiger. Ich würde mal sagen, schwache Lappen. Ja? Schlomo und Kasper. Sie, die Charlotte, traut sich wenigstens ihr Gesicht zeigen und mit ihrem Namen auch. Ja. Ulinator Schlummer ist doch kein Lappen, Lappen sind nützlich. Ja. Gut, hast mich erwischt. Ja. Deshalb ein kleiner Appell an euch. Und sie ist auch, sie kann auch appellieren, die Charlotte, und das Ganze aber auch mit so ein bisschen, mit so einer poetischen Note. Hört zu! Nicht. Ihr alle seid Träger unserer Ideale, auch im Kleinen, auch im Privaten. Jeder einzelne von euch repräsentiert unsere Bewegung. Wenn du einem von uns begegnest, begegnest du immer auch uns allen. Wenn du einen von uns begegnest, begegnest du immer auch uns allen. Ja? Das hat sie aber schön gesagt, die Charlotte. So kollektivistisch irgendwie. Ne? So ein zünftiges Stammesdenken halt. Die totale Uniform im Kopf. Ach, was bin ich verliebt. Was bin ich verliebt in die Charlotte Corday. Und ich bin nicht nur in sie verliebt, weil sie so kollektivistisch ist, weil sie die totale Uniform im Kopf trägt. Nein, ich bin auch verliebt in die Charlotte Corday, weil sie auch so richtig Rock'n'Roll kann, wirklich, ja, wirklich, die kann, ich zeig's euch. Ihr seht's hier, ihr glaubt, sie macht auf biedere Oma die ganze Zeit. Na, meine Charlotte nicht. Meine Charlotte, die macht Rock'n'Roll, die zeigt, was die Kunst kann. Schaut zu! Aha, was ist jetzt passiert? Typ und die typischen Ausprägungen meiner Weiblichkeit. Und damit ist alles gesagt. Skript wieder weggeschmissen. Einmal sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch einen adäquaten Einblick in meinen Werdegang bieten und genug Fragen beantwortet. Das war's von mir. Wenn ihr noch mehr private Eindrücke haben möchtet, dann kommt zu Instagram und TikTok und Patreon. Für 1 Euro seid ihr dabei und dürft mitbestimmen, an welchem Thema ich mich als nächstes abarbeite. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Ciao. Also, mit 1 Euro kann ich Sie fragen, ob Sie sich am Thema Baba Bartunek abarbeiten möchte. Charlotte, ich habe mich verliebt. Sie war auch bei den Mahnwachen. Sie kennt mich also sicher. Charlotte, Schattenmulche wird dich nicht glücklich machen können. Ne? Und dann jetzt, wo ich so verknallt bin, ja, in die Charlotte, wo es mich so übelst erwischt hat, habe ich mir gedacht, ich google sie einfach mal, na? Und das habe ich gemacht. Und jetzt bin ich draufgekommen. Blond, danke fürs Folgen. Jetzt bin ich draufgekommen, die heißt ja gar nicht Charlotte Corday. Die heißt Nina Charlotte Corday. Und dann hat sie so ihre Homepage. Dann habe ich mich so durchgeklickt. Zur Person, natürlich war ich neugierig. Zur Person. Interessiert mich. Nina Charlotte
Pfannmeer. Pfannmeer, was ist das für ein Name? Wie Honig. Pfannmeer. Charlotte. Moon. Danke. Für die Herzen, für die gebitterten Herzen. Geherzten Bits. Geboren 1990 in Dresden, studierte soziale Arbeit in Neubrandenburg und lebt seit 2013 in Berlin. Neben dem Schreiben von Prosatexten spielt sie Theater, musiziert und bestätigt in regelmäßigen Abständen den Auslöser ihrer Spiegelreflexkamera. Sie hat auch schon zwei Texte veröffentlicht. Lefty schreibt, du bist nicht verliebt, sondern geil. Was ist denn da der Unterschied, Lefty? Für einen Romantiker ist das gleich. Geil vor Liebe. Geil. Geil vor Liebe, Lefty. Romantisch, verliebt und geil. Nina. Und dann bin ich auf etwas draufgekommen, wo ich mir gedacht habe, ich spinne. Ja? Weil gleich und gleich gesellt sich gern. Und wir haben noch eine Gemeinsamkeit. Ja? Schauspielerei. Schauspielerei. Moon hat's entdeckt. Schauspielerei. What the fuck, ja? What the fuck, habe ich mir gedacht. Schon wieder eine Gemeinsamkeit. Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Sie steht im ganz anderen politischen Lager. Charlotte. Wahnwitztheater präsentiert, Ethnomologik, metamorphorisiert, zwei Schmetterlinge. Ich habe es nicht mal geliked, aber jetzt. Isolde, ja, das muss Bestimmung sein, es gibt keine Zufälle. Es ist ein roter Faden. Es ist ein roter Faden, einfach. Ja, das muss man so, man muss es so anerkennen. Ja. Es ist mich überkommen. Ich kann mich dem Schicksal nicht wehren. Ich muss mich dem Schicksal ergeben. So schaut's aus. Ja, bla bla bla. Das ist sie nicht. Ich hab's mir schon angeschaut. Da. Ich habe auch mal oft Theater gespielt, Charlotte. Und die Brille schaut meiner auch ähnlich. Andere schreibt, von den 53 Aufrufen stammen 50 von Baba Bartonek. Möglicherweise, André. To the hand. Oops, she felt asleep. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es hat ein bisschen länger gedauert als sonst, aber ich hatte Prüfungen und ja. Also, sie hat auch Schauspiel gemacht. Ne? Ich nehme mal an, ich würde sie kennen, wenn sie bei mir an der Uni gewesen wäre. Ja. Mehr sage ich nicht. Because I'm in love, Charlotte. Ralf Haske schreibt, Packung Taschentücher, Handcreme, YouTube-Video auf Dauerschleife, Romantik halt, ja.
Ja, Wawina, richtig. Als Partner unterstützt man sich ja auch, wenn einer was nicht so gut kann. Ja? Und wie es sich so gehört, für jemanden, der sich verknallt, habe ich natürlich auch gleich angefangen zu stalken. Na? Macht man ja so in Zeiten des Internets. Und dann habe ich sie auf Instagram habe ich sie auch entdeckt. Die Charlotte. Sie waren nämlich in Münster am Frauenkongress. Ja, sie engagiert sich auch für die Frauenrechte. Sie ist eine Feministin auch. Das mag ich. Ich mag Frauen, die kämpfen. Gestern fand in Münster ein Frauenkongress statt. Auch wir nahmen daran teil. Vor Ort referierten die YouTuberin Charlotte Corday, Gerrit Hui, MdB. Anschließend gab es eine Podiumsdiskussion. Da sind sie alle. Das ist nicht die Alice Weidel. Ja. Auch bei der AfD, ja. André schreibt hier, hat die auch künstlerische Aufnahmen gemacht, vielleicht sogar erotische, ich recherchiere mal, aber nur rein aus Recherchezwecken. Natürlich, für die Recherche, ja. Da sitzen sie vereint am Rednerpult, AfD. Oh, sie ist auch politisch, die Charlotte. Sie setzt sich ein, sie möchte mitgestalten, die Zukunft. Frauenkongress, AfD. Und es gab auch Brötchen zum Essen. Ich mag Brötchen. Schon wieder eine Gemeinsamkeit. Schauen wir mal. Some kind of photography. Das ist ihre Galerie. Man sieht leider nicht, wann die letzten Bilder online gestellt wurden, weil ich vermute, dass es mit der Kreativität wahrscheinlich aktuell nicht so prickelnd läuft. Ja. Das war ein Alice Weidel-Klon, die von vorher auf jeden Fall. Ja. Es gibt ein Video mit geflochtenen Zöpfen, ja, aber Wiener von ihr, ja, wo es über den modernen Feminismus ablästert. Ablästert klingt ein bisschen hart. Ja. So, und jetzt habe ich mir, ich bin ja so, ich muss ja dann, wenn ich mich so verknall, wenn ich so Gefühle bekomme, ich muss ja dann tiefer graben. Mir lässt es ja keine Ruhe. Und ich habe mir gedacht, warum? Warum ist es so? Ich habe Charlotte gesehen bei Philipp Schlaffer und bei Axel Reitz im Stream und ich habe, die waren gemein. Die haben sich lustig gemacht über sie. Und mir hat das Herz geblutet, ich habe das nicht verstanden, ich hab die beiden nicht verstanden. Wie kann man sich lustig machen über Charlotte Corday? Sie war mir so nahe, als hätte ich sie schon mal gesehen. Und dann bin ich draufgekommen, an wen sie mich erinnert. Ihr wisst ja, ich bin ein alter Entenhausen-Fan, Mickey Mouse, Donald Duck. Und es gab eine Figur damals, die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ja. Die eigentlich so ein absoluter Asympathieträger war, aber ich habe sie urgemocht. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe da mal einen Comic gelesen und da hat sie mir richtig leid getan. Ja. Felix Hollerichs, ob ich da nicht... Natürlich bin ich wütend geworden, wie der Axel Reitz und der Philipp Schlaffer sich lustig gemacht haben über meine Charlotte, vor allem wie ich dann drauf gekommen bin, an wen sie mich erinnert, ja? Der Chat. Ihr seid böse, ja? Ihr seid ein böser Chat. Gunzelgaukelei, aber ist doch so, oder? Ist es nicht irgendwie meine Charlotte? Charlotte Corday, Gunzelgaukelei. Man hat sie nicht verstanden. Ich habe sie verstanden. Ich habe das Comic damals gelesen. Sie wollte den einen Taler haben von Dagobert Duck, den ersten Taler, den er verdient hatte. Den hätte sie gebraucht für ihren Zaubertrank und niemand wollte ihn ihr geben.
Und sie war traurig einfach. Aber ich habe sie verstanden. Ich verstehe sie. Die Gundelgaukelei. Und ich verstehe auch sie. Die Charlotte. Charlotte Corday. Und weil ich sie so gut verstehe, nur ein Taler, ja. Und weil ich sie so gut verstehe, die Charlotte, habe ich hier ein kleines Gedicht verfasst. Einen Liebesbrief. Und den werde ich euch jetzt, oder ihr, meiner Charlotte, vorlesen. Du, Charlotte, ich sag Nina zu dir. Nina, 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 das klingt irgendwie mehr nach dir. Und ich, wir alle, auch der Axel und der Philipp, Nina, wir wollen doch nur dich, ohne deine Ideologie, ohne deinen Wahn, ohne all den Irrsinn und Hass, den man dir, Nina, ins Gehirn geschissen hat. Nina, ich möchte auf deiner Schulter liegen und dir ins Ohr flüstern und diese Scheiße aus deinem Kopf rausholen. Nina, komm wieder zurück. Komm zurück da, wo man wirklich Spaß haben kann und auch lustig ist. Da, wo das Leben halt noch Leben ist, Nina, ohne Aluminiumschatten. Da hin zurück, wo man vergeben kann, Nina, wo man Fehler nicht als Schuld oder Verschwörung sieht. Da, wo Menschen einfach nur Menschen sind, wo man Theater spielt. Theater, Nina, wo man Musik und Witze macht, wo man andere verarscht, ohne sie zu hassen. Wo man halt einfach Mensch ist und sein und bleiben kann, Nina. Komm zurück. Komm, ich geb dir meine Hand. Nein, ich geb dir beide Hände, Nina, weil du bist so, wie ich es war. Nur noch abgedrehter. Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Double Rainbow, Nina. Komm zurück, ich weiß es. Man sieht es dir übrigens auch an, dass du es willst. Jetzt, Nina, jetzt ist dein eigener Inside-Job gefragt. Mach deinen eigenen Great Reset. Du brauchst den großen Austausch von all dem Schmarrn, der in dir ist. Komm zurück, Nina. Man sieht es dir doch an, dass du es auch willst. Komm zurück. Das war meine Liebeserklärung an die Nina. Taschenpieper hat das Richtige gemacht, ja. Aber ist doch total berechtigt, oder? Ist doch total berechtigt, dass man sich für diese Frau, Moment, zum Narren macht, oder? Nina Charlotte van Meer. Ich glaube, sie kriegt auch noch mehr. Ja? Das war erst der Anfang. Das war jetzt mal eine Liebeserklärung. Ja? Jetzt kommt dann das Stalking. Das wird lustig. Na, Witz. Ich habe nur einen Witz gemacht. Ja? In Minecraft. Danke, Moon, für die Bits. Ich mochte sie aber wirklich. Ich mochte sie wirklich, die Gundelgaukelei. Ja? Blutwespe, Charlotte Corday ist so eine Influencerin aus dem, ja,
man kann schon sagen, eher weit rechten Spektrum. Ja. Also ich glaube, das ist nicht übertrieben, ne, wenn man das so sagt. Ja. Ralf Haas gesagt, so wie sie ihre Videos cuttet, kommt kein vernünftiges Gespräch zustande. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Ja. Also die ist wirklich schon sehr deep drin. Ja. Die ist wirklich schon sehr, sehr, sehr deep drin. Die war ja jetzt auch, schaut, ich zeige euch. Das ist ihr Kanal. So, da war sie jetzt in Schnellroder. Das habe ich mir angeschaut, wie ihr seht. Da war sie in Schnellroder und dann, da war so eine Veranstaltung. Guten Tag und herzlich willkommen. Vom, wie heißt der Kubitschek? Ne? Da sieht man ihn eh. Da, Kubitschek, genau, der hat da eine Veranstaltung gemacht und sie war dort hat auch einen Vortrag gehalten. Sie hat auch einen Skandal. Sie hat auch für einen kleinen Skandal gesorgt. Wartet. So, schaut, passt auf. Schnellroder ist Kubitschek, ja. Geben Handlungssicherheit. Im Anschluss der Vorträge gab es immer Raum für Fragen und Anmerkungen und insbesondere die Wortmeldungen bzw. Diskussionen nach dem Vortrag von Jonas Schick waren besonders hitzig. Ich habe auch einmal etwas ins Mikrofon gesäuselt und wie man sieht, waren die Veranstalter der Akademie von meinem Beitrag begeistert. Ich schätze, dieses Bild zeigt auch den Zeitpunkt, an dem einige zu einer nicht allzu positiven Meinung bezüglich meines Auftretens gelangt sind. Mir ist nämlich zu Ohren gekommen, dass gewisse Herren meinen Kleidungsstil als für Schnellroder nicht passend eingestuft haben. Also sie war unpassend bekleidet für Schnellroder. Ein paar hätten sie wahrscheinlich in der Burka sehen wollen. Weil da keine Details, sie zeigt aber ein bisschen ich schätze, Haut. Es lag an dem Oberteil, das wie auf dem Foto zu sehen leicht nach oben gerutscht ist und ein Stück meines unteren Rückens freigegeben hat. Oh nein. Das ist keine Absicht von mir gewesen, sondern das hat dieser Stoff leider so an sich, wenn er mehr ja, unbedingt rechtfertigen, Charlotte. Weil wenn die Herren nicht wollen, dass du ihnen ein bisschen von deinem Rücken zeigst, dann entschuldige dich dafür. Es war nicht Absicht, Charlotte. Formbarer Charakter. Wie schön. Flexibel. Flexibler Charakter. Ach Gott, wie schön. Ich werde beim nächsten Mal wohl darauf achten müssen, mich züchtiger zu kleiden. Ja, mit einer Burka. Also, Blutwespe, jetzt kennst du dich aus, oder? Weißt Bescheid, ne? Chauvinismus in Schnellroder. Ja, ja, das ist eine Veranstaltung. Das sind Gruppen, es ist unglaublich, ja. Und sie ist da drin, hat soziale Arbeit studiert, ist eher links eingestellt, hat Theater gespielt, Musik gemacht, tut Texte schreiben und ist beim Kubitschek in Schnellroder. Das ist doch nicht normal, oder? Ach, das ist einfach nur geschissen alles. Kann doch... Das... Ja. Ja, das ist... Das, es ist irgendwie... Ja. Jetzt bin ich überfordert, ja. Meine Liebe erlischt gerade. Hat nicht lange gehalten, ne? Ja, der Knöchel, der dir eine Knöchel meint, blöd. Ins Zuchthaus mit ihr und ihrem hysterischen Gemüt. Wo ist da? Ist das ein Zitat? Die mag nur Unsympathen, keine Chance, Baba. Na, schauen wir mal, ja. Lefty schreibt, könntest du sie nicht für ein Interview anfragen? Wäre ein Annäherungsversuch.
musst ja nicht verraten, dass du verliebt bist. Erzähl ihr, deine Frage ist, wie fühlt es sich an, Wichsvorlage für rechte Inseln zu sein? Ja, genau. Das mache ich. Da gibt sie sicher ein Interview. Ich würde gern mit dir ein Interview führen. Wie fühlt es sich an, für rechte Inseln eine Wichsvorlage zu sein? Ja. Ja, das wäre eine gute Frage fürs erste Date. Ich meine, ich könnte ihr schon. Ich könnte ihr einen Kommentar schreiben. Im aktuellsten Video. Ja. Das ist eh das. Mal schauen. Ich schreibe da jetzt einfach einen Kommentar. Ja. Vielleicht kommt ihr was zurück. So, ich muss aber dezent sein. Ja? Ich weiß, ich muss sachte vorgehen. Ja? Also. Liebste Nina. Na, das ist zu wild. Ja? Liebe Nina, ich darf dich doch Nina nennen. Ich finde nämlich, Nina ist ein sehr schöner Name. Man kann ihn auch rückwärts sprechen. Und er klingt immer noch schön. Anin. Bei Charlotte ist das nicht so. Punkt. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, Nina? So, oder? Das geht, ne? Da kommt doch was zurück, oder? Ich finde, das ist ein schönes Kommentar. Ja, aber Wiener, das ist nicht misogyn, oder? Das kann ich. Geht. Vorsichtig rantasten, ja. Vorsichtig rantasten, ja. Das mit der Wichsvorlage, das sind nur blöde Sprüche, ja, wo ich dann lache drüber, aber sowas, das fasse ich nur als Witz auf, ja. Obwohl, ein bisschen kenne ich dieses Milieu, ja, so ein bisschen. Ja, das mit der Wichsvorlage, das stimmt, ja, das ist grenzwertig, nur vom Prinzip ist das schon zum Teil auch die Wahrheit, ja. Also, dieses Milieu funktioniert halt auch so, ja. Bei den Linken ganz anders. Wie wir wissen. Das ist ein Witz oder ein Wix. Ja. Felix, Papa, dann darfst du das Video nicht online stellen. Sonst verrätst du zu viel. Ja, die wird das sicher bekommen, was ich da heute veranstaltet habe. Wahrscheinlich schon morgen. Ja. Ich war ja auch in ihrer Telegram-Gruppe. Und da habe ich auch mitbekommen, wie schnell so Sachen dann an sie rangetragen werden. Ja. Phänomenal. André schreibt, ich habe ihr geschrieben, jemand ist verliebt,
aber er traut sich nicht, es zu sagen. Was soll man tun? Ja. Ich schreibe, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen?